Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tomb Raider. Und dieses Mal, kurz nachdem wir den ersten Teil durchgespielt haben, stürzen wir uns jetzt in Rise of Tomb Raider. Frisch erschienen. Konnte ich es gar nicht erwarten. Und deswegen habe ich auch schon mal reingeschaut, ob alles funktioniert und müsste alles klappen. Und dann direkt mal in ein neues Spiel, ein neues Abenteuer mit Lara. Ja, alles überschreiben und... Machen wir erstmal Tomb Raider. Passend zum Namen. Bei dem wir, wenn sie stärker überleben, dann... Ja, lass mal das hier, würde ich sagen. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen? Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihnen. Keine Chance. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Wow. Da sieht man auch direkt schon, dass die Grafik sich um einiges getan hat. Übrigens, ist es euch schon aufgefallen? Dass jetzt auch die Haare einzeln berechnet werden, denn es ist ein eigenes Hairworks integriert worden, neuerdings. Ich sehe auch gerade, dass wir gerade keine Untertitel anhaben. Ich werde jetzt mal wieder anmachen. Ein in Farbe, ein ohne Farbe. Ich fand beim letzten Mal, muss ich sagen, die Farbe nicht so special, aber ich glaube, ich mach's mal mit Farbe, damit man vielleicht ein bisschen schauen kann, dass wer was spricht. So. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Wow. Ich hoffe auch, dass mein Rechner das Hairworks packt, also das neue. Soll ein bisschen schonender sein für den PC. Bisher geht's noch ganz gut. Wenn die Kälte uns nicht umbringt. Selbst wenn wir hier nichts finden. Dein Dad wäre stolz auf dich. Wow. Ich weiß. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das sieht so hammer aus. Krass. Wow, Scheiße. Alles okay? Hab den Halt verloren. Geh schon. Und es ist immer Wind. Das war im ersten Teil schon Wind, der Lara ans Leder wollte. Und jetzt wieder riesiger Wind. Nein! Oh, das geht aber gut los. Oh. Jonah! Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Hey, die Steuerung ist. Ich klettere wieder rauf! Wie im ersten Teil. Bleib einfach da! Das ist schon mal angenehm. Das Eis sieht nicht so stabil aus. Weil diesmal haben wir zwei Kletterhaken. Mal darüber? Ja. Perfekt. Ich muss rüberspringen. Okay, okay. Und los. Hab dich! Shit, Lara.
verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Die Frage, wer ist Jonah? Weil das war nicht der aus dem ersten. Den lernen wir vielleicht nochmal irgendwie kennen, oder? Er ist unwichtig und stirbt gleich. Aber er hat einen Namen. Meistens sterben die Charaktere mit Namen nicht so schnell. Meine Güte. Was ein Schneesturm. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, falls das Wetter uns steht. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt's Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvor gekommen. Die Leuchtfackel hat's gebracht. Für einen Meter. Aber okay. Wir suchen wieder eine alte Stadt. Erst Yamatai. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Oh Gott. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Wow. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein. Aber bleib nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los. Ja, das sieht also stabil aus, deiner Meinung nach, okay. Wenn das stabil ist, dann weiß ich aber nicht. Oh Gott. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Nein. Oh, Scheiße. Das war knapp. Es geht ja schon wieder gut los. Wow. Das ist quasi ungesichert. Scheiße, ich bin dein Anker. Schaffst du es rüber? Ich schaffe das. Nein. Ich weiß nicht, ob das irgendein Mensch normalerweise geschafft hätte. Oh Gott. Das soll man springen? Übermensch, Lara. Wow. Es ist immer direkt am Anfang schwingen. Schnell! Nicht loslassen! Verdammt! Mehr Schwung! Keine Ahnung, wie lange man es halten kann. Verdammt! Zum Weg weg! Nicht abstürzen! Oh nein. Geh zurück, Jonah! Such dir Schutz!
Nein. Nein. Dede. Ja. Geht wieder gut los. Ich bin ein bisschen zu nah am Rand gelaufen, habe ich gemerkt. Oh Mann, Moment, haben wir eine... Man kann sagen, haben wir einen dieser Haken verloren, aber hatten wir nicht. Lauf! Sind wir tot? Okay. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna... Dann könnte ich mir das nie verzeihen. Mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann.
Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Damit also auch nach Syrien. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Was zum... Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Scheiße, die sollten noch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit, shit. Na toll. Sind wir jetzt schon direkt am Anfang wieder verletzt? Das geht ja gut los. Westgrenze Syriens. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Man hätte darauf kommen können, dass die Miliz wahrscheinlich nicht in solchen Kampfhubschraubern fliegt. Sollen wir direkt wieder auf die Tiere hier... Nein, ich glaube, das macht das Sinn mit dem Bogen. Gut. Aber dann mache ich hier auch erstmal eine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao, ciao.